Should you leave the mastering of your stuff up to someone who's named himself after a faulty device, which then became the trademark of his first three albums? In the case of trained musician Stefan Bedka, the answer is definitely yes. And although the defective Waldorf four-pole filter has meanwhile become a relic, his use of the name Pole has remained. What's also remained is his loyalty and fondness of a dubby approach, something he's also pursued on his last album, Steingarten, which came out on his own label, Scape. Aside from his own musical output, Pole goes back a long way as a sought-after expert on mastering. Partially, he acquired such knowledge at Dubplates and Mastering, where he was responsible for cutting vinyl for a few years. Nowadays, he runs his own mastering studio in Berlin, where he chats to slicers straight from the heart. Ich habe halt so eine sehr starke Bass- und Dub-Affinität. Also alles, was mit Bassmusik zu tun hat, ist für mich extrem wichtig. Und ich versuche eigentlich alle Stücke, die ich mache, irgendwie immer in diese Richtung zu treiben, in irgendeiner Art und Weise. Also Pol, die Grundidee ist schon, Dub im weitesten Sinne immer weiter zu verfolgen. Nach dem letzten Album letztes Jahr, was so zwar immer noch sehr dubbig gewesen ist, aber trotzdem auch schon so technoidere Elemente mit drin hatte, mache ich halt jetzt gerade ganz verstärkt, gehe ich in die Richtung weiter. Die Stücke werden eigentlich schneller und gleichzeitig aber auch versuche ich so eine Art ultimativen Bass-Sound zu finden für mich, irgendwie, den ich auf 12-Inch oder 10-Inch gerade ganz gut realisieren kann. Also es sind so Testphasen im Augenblick, wo ich dran arbeite. Versuch immer zu forschen in diesem Feld, also was überhaupt geht. Ne? Also es gibt ja immer so zwei Wege, wie man rumforschen kann. Einmal kann man hingehen und einfach durch immer wieder neue Effekte in die Reihe schleifen und gucken, wie man das alles neu verstricken kann. Oder man kann auch die Grundstruktur einfach komplett verändern und sagen, also gutes Beispiel für solche Forschungsarbeit ist so zum Beispiel Dubstep in England gerade irgendwie. Da gibt es extrem spannende Vertreter, die wirklich an so Grenzgebieten arbeiten zwischen Techno, schon fast so Detroit-Geschichten drin und das trotzdem mit sehr Dub-beeinflussten Beatstrukturen und Bassläufen zu kombinieren. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, wo Experimentierfreude aufkommt und wo einfach wirklich auch neue Wege gefunden werden. Bei mir ist Sounddesign schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Das dauert relativ lange, bis ich so weiß, in welche Richtung soll das jetzt gehen. Gerade bei Bässen und Bassdrum fummel ich sehr, sehr lange rum. Wenn ich aber dann erstmal so eine Grundidee habe und wenn ich so nah an den Sound rangekommen bin, dann geht es eigentlich relativ schnell. Das ist eher irgendwie so ein Austarieren, was ist wichtiger, die Bassdrum oder der Subbass. Und man will ja nicht bei jedem Stück immer auch dieselbe Methode anwenden und dieselbe Richtung und letztendlich dann auch immer wieder ähnlich klingen. Also ich versuche da schon so eine Balance hinzubekommen, dass das immer wieder so eine leicht erweiterte Nuance bekommt irgendwie.
glaube, jeder Produzent hat irgendwie so seine kleinen Tricks, ne? Ich glaube, nur manchmal sind die einfach so ein bisschen auch überbewertet, ne? Also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das nicht allgemein bekannte Tricks sind. Was ich zum Beispiel immer sehr, sehr gerne mache, wenn ich einen Effekt auf bestimmte Sounds lege, dann mache ich mir die Mühe, eigentlich den Effekt viel länger zu bearbeiten als den Originalsound. Dadurch bekomme ich so eine bestimmte räumliche Tiefe hin, die einfach sonst, wenn du den Effekt nicht bearbeiten würdest oder nur sehr wenig bearbeiten würdest, so nicht hinbekommt, weil das Originalsignal mit dem Hall sehr, sehr eng verbunden ist und dann sehr schnell matschig wird zum Beispiel. Ich gehe sehr, sehr stark hin und bearbeite hauptaugenmerksmäßig eigentlich so die Effekte, die dann dahinter geschehen sollen, und verteile die so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so im Raum. Also guck, dass das Delay vielleicht mehr da ist und der Hall da, und setzt die frequenzmäßig voneinander ab. Das ist so meine Spezialität. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich mir sicher, wenn du jetzt 10 andere DAB-Produzenten fragen würdest, hast du das schon mal gemacht, dann würden die so, na klar, ist logisch, machen wir alle irgendwie. Also ich bin mir da nicht immer so sicher, ob das wirklich so die super Tricks sind. Oder Kompressoren in Reihe schalten, ja klar, logisch. Steht aber auch in jedem Handbuch drin, dass wenn man einen Bass komprimieren will, dass es einfacher ist, wenn man 3 oder 4 Kompressoren nimmt, wenn man nur einen nimmt. Also es gibt ja eine ganz nette Anekdote über wirklich tiefe Reggae-Bässe irgendwie bei Sly and Robbie, warum die halt so besonders schön warm und weich und rund sind. Ne? Das geht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zumindest wird die Geschichte so erzählt, dass die normalen Soundleute immer hingegangen sind und immer das Mikrofon vor die Membran der Box gestellt haben, von vorne. Und dadurch immer so einen bestimmten knurriger Bass kam. Und richtig schön warm und rund und weich wurde es aber, wenn man das Mikrofon hinter die Box gestellt hat. Das hat der Bassist wohl mal aus Zufall rausgefunden. Und was sie dann gemacht haben, ist, damit sie die Leute täuschen, haben sie einfach so eine Fake-Membran auf die Rückseite gebaut und dann immer schön die Box andersrum hingestellt, sodass der Toningenieur immer mit dem Mikrofon von vorne kam, dachte er, aber in Wahrheit von hinten aufnahm. Und so hat man diesen runden, weichen Bass damals zum allerersten Mal angeblich bekommen. Das stimmt, sei mal jetzt dahingestellt, vielleicht eine andere jamaikanische Legenden-Story irgendwie, aber immerhin finde ich die Geschichte ganz süß. Und bis heute, ich kenne viele Toningenieure, die das Mikrofon hinter dem Bassverstärker stellen. Ist aber nicht, macht heute jeder oder viele. Also so normalisiert sich das dann auch alles. Und dann sind diese vermeintlichen Tricks, die man per Zufall entdeckt, auf einmal ein ganz normales tägliches Prozedere. Als ich damals anfing mit Pol in Berlin irgendwie, also als ich von Köln nach Berlin gezogen bin, sagen wir mal lieber so, habe ich eigentlich von Anfang an sehr schnell in so einer Mastering-Geschichte gearbeitet. Ich habe damals hier für ein Berliner Mastering-Studio als ganz normaler Mitarbeiter Vinyl-Umschnitt gemacht und währenddessen eigentlich auch immer parallel an meiner Musik gearbeitet. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verselbstständigt. Also ich fand das ziemlich spannend, dass man als Musiker auch die andere Seite, die rein technische Seite eigentlich, auch noch so ein bisschen für sich kennenlernt. Und das hat irre viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat es mich, glaube ich, soundlich gesehen ziemlich weitergebracht. Ich glaube, ich habe da sehr viel bei gelernt damals beim Mastern. Gerade auch, worauf kommt es an, wenn man Vinyl umschneidet? Was ist der Unterschied Vinyl zur CD? Und ich habe eigentlich damals schon angefangen, sehr viele Techno-Labels aus der ganzen Welt zu mastern. Und als ich dann mein eigenes CD-Mastering-Studio hier in Berlin aufgemacht habe, sind dann einige natürlich dann auch bei mir geblieben. Arbeite sehr viel immer noch so für Shit-Katapult hier in Berlin. Ich habe jetzt gerade die Konzeptreihe für Richie Horton wieder neu gemacht. Irgendwie, da gibt es ja ein Reissue von, das ist re-gemastert worden. Ich mache aber auch sehr, sehr viel Jazzproduktionen, zum Beispiel für Intuition aus Frankfurt.
Ich habe auch Hip-Hop-Produktionen, italienischen Hip-Hop, was manchmal ganz lustig ist. Ich mache viel für spanische Leute. Ich mache genauso Antonelli Electric aus Düsseldorf. Mache manchmal was für Mapstation, Stefan Schneider. Also das Feld bei uns im Studio ist ziemlich weit gestreut. Man muss sich Mastern wirklich schon so vorstellen, dass es dieses notwendige zweite Paar Ohren ist. Wenn ich ein Stück für mich selber mache und das dann auch noch versuche, selber zu mastern, ganz alleine, das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe das mal probiert, da sitze ich dann 3 Monate dran und bin nie zufrieden. Und ich glaube, die Unterschiede höre dann nur noch ich und niemand anderes mehr irgendwie. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man mit seinem Material zu jemand anderem geht, ihm das gibt und sagt, hier, hör da einfach mal rein, auch auf einer anderen Anlage, in einem anderen Raum, nicht in demselben Studio. Und dann einfach eher mit freien, distanzierten Ohren sagt, okay, da hast du einfach übertrieben, da ist der Bass zu viel oder da sind zu wenig Höhen oder hier, das tut weh oder so. Und da einfach eine Analyse macht, die man selber gar nicht vollziehen kann, weil man so stark in den Stücken drin steckt, dass man da nicht mehr weiterkommt. Ich selber beim Mastern, was ich ja also relativ viel hier tue, da habe ich eben dann genau diese Rolle, ne? So der Außenstehende zu sein, der ganz objektiv rangehen kann, ohne da irgendwie an der Produktion beteiligt zu sein und sagen kann, okay, da müssen wir nochmal ran oder hier, das kann lauter und da brauchen wir gar nichts mehr machen, das klingt schon gut oder so und da wird nur noch komprimiert. Was man sich auch immer vorstellen muss, es gibt schon so zwei Wege zu mastern. Also das erste Rangehen ist immer so ein analytisches. Wenn die Hi-Hat im Ohr wehtut, dann tut sie weh. Ob das im Hip-Hop ist oder im Techno, das ist vollkommen egal. Dann ist da einfach was drin, was stört und dann muss das raus. Und dann gibt es natürlich sowas, dass man auch mal, also ich behaupte einfach, jemand, der nie in einen Techno-Club geht, der wird nicht in der Lage sein, eine Techno-Bassdrum so hinzudrehen, dass die im Club auch wirklich knallt. Und das sind einfach so Sachen, man muss dann die Musik auch irgendwo ein bisschen mitleben. Richtig schwierig beim Mastern wird es eigentlich, wenn Leute selber vorgemastert haben. Wenn sie so diese, ich will jetzt ja keine Firmennamen nennen oder so, aber es gibt so bestimmte Plugins irgendwie auf dem Markt und auch so Hardware, die nennt man dann so Maximizer und Weiteleiser und wie sie alle heißen, irgendwie keine Ahnung. Da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn man Material angeliefert kriegt im Studio, was so totkomprimiert ist und so zusammengeschoben, dass man nur noch so ein schwarzes Brikett auf dem Monitor sieht eigentlich, dann kann man da nichts mehr machen. Da kannst du schrauben, wie du willst, das wird nicht mehr besser werden. Irgendwie die Dynamik ist weg, die Frequenzen sind so dicht, dass man nichts mehr findet. Das ist immer am schwierigsten, finde ich. Wenn etwas einfach nur schlecht produziert ist, weil jemand gerade in ein neues Studio gezogen ist und den Raum noch nicht kennt oder weil die Box leider der Hochtöner gestern bei der Session kaputt gegangen ist, kann ja alles passieren, passiert mir unter Umständen auch mal. Das kann man alles retten. Wenn man Zeit hat und ein bisschen Muße irgendwie, kann man eigentlich an viele Sachen noch rangehen. Ich glaube, das, was unseren Sound ausmacht, ist, dass wir wirklich sehr, sehr viele verschiedene
Geräte anbieten können irgendwie. Also ich glaube, mein Anliegen ist, immer zu gucken, welches Stück braucht welches Treatment. Wenn du etwas rein digital mit Weiß-Kompressor und Weiß-EQ machst und so, dann wird das ein sehr analytisches, sehr, sehr so doktorandenmäßiges Master anschließend sein, was sehr sauber klingt, wenn du es auf eine Bandmaschine ziehst, was ich sehr, sehr gerne bei so DAB-artigen Geschichten mache, dann kriegt das so einen bestimmten Rotz dazu, der dem Vinyl sehr ähnlich ist. Und ich habe eigentlich dann noch zusätzlich sehr viel so Röhrenzeug, hauptsächlich Röhrenkompressoren, sehr viele unterschiedliche, mit denen ich eigentlich versuche, immer so den richtigen Weg an Wärme mit Druck zu kombinieren. Da habe ich so mein Setup gebaut im Studio, was ich flexibel miteinander kombinieren kann. Und da eigentlich glaube, dass ich da so meinen Weg gefunden habe mit diesen drei unterschiedlichen Formen. Es gibt Produktionen, wo ich sage, dass die sich durchaus schon so um 40-50% verbessert haben. Gerade auch wenn man in so einem Albumkontext denkt, irgendwie so Stücke, die eigentlich nicht zueinander gehen, weil die aus drei Jahren unter drei verschiedene Studios in drei Städten mit dreimal unterschiedlichem Equipment gemacht sind, dass man da so eine Linie reinkriegt. Aber so im Durchschnitt würde ich sagen, dass man jede Produktion so um die 20-30% auch verbessern kann. Das geht schon, wenn man entsprechend sich die Mühe macht, das auch auszuprobieren. Dass man sagt, bei dem Stück passt ein rein digitales Bearbeiten, bei dem Stück gehe ich sowieso auf Vinyl, da nehme ich vielleicht auch mal die alte Bandmaschine zu Hilfe oder so, weil das einfach wärmer macht, ein bisschen Tape-Sättigung dazu oder so. Dann, wenn man als Toningenieur sich damit beschäftigt und ein bisschen rumprobiert, kann man eine ganze Menge rausholen. Glaube ich schon. Ja.